exotherme Reaktionen. Bei einer chemischen Reaktion kann es passieren, dass Energie in Form von Wärme freigesetzt wird. Diese Reaktionen nennt man exotherme Reaktionen. Exo bedeutet außen, therm bedeutet warm. In diesem Diagramm ist eine exotherme Reaktion dargestellt. Der Verlauf zwischen der Energie auf der senkrechten Y-Achse und der Reaktionszeit auf der horizontalen X-Achse sagt aus, dass die Stoffe an sich eine gewisse Menge an Energie besitzen. Durch die Reaktion wird nun Energie in Form von Wärme frei, welche an die Umgebung abgegeben wird. Die Stoffe besitzen also am Ende, also nach der Reaktion, weniger Energie, als sie noch am Anfang oder vor der Reaktion gehabt haben. Ein gutes Beispiel ist ein chemischer Einmalhandwärmer. In diesem befindet sich nämlich Eisenpulver, welches bei der Berührung mit Sauerstoff oxidiert. Es beginnt also zu rosten. Dies ist eine exotherme Reaktion. Es entsteht also Wärme, welche an die Umgebung abgegeben wird. Diese Art von Handwärmer kann maximal 68 Grad Celsius erreichen und hält bis zu 8 Stunden lang warm.